Hallo und herzlich willkommen zu diesem Bitwig Tutorial. In dieser Folge geht es um die Orgen, ein Instrument-Device, das man zur additiven Soundsynthese hinzuzählen kann. Aber legen wir doch einfach mal los. So, hier ist schon direkt die Orgen, das Device. Und ja, gehen wir einfach mal über das Device drüber. Und zwar hier haben wir wieder den einen Ausschalter. Hier gibt es wieder den Preset-Knopf, da gibt es hervorragende Presets, unbedingt mal reinhören. Dann der Name der Orgen, dann gibt es hier die Fernsteuerung mit den einzelnen Seiten der Fernsteuerung. Hier. Dann gibt es die Modulatorenleiste und dann geht schon zu der eigentlichen Orgen. Und zwar ist das eine Orgel, hat die solche Schieberegel oder Zugriegel, werden die eigentlich genannt. Diese Zugriegel können auch moduliert werden und können hier natürlich auch verändert werden hier. Das Ganze klingt so. So, und was es mit den Zugriegeln auf sich hat, dazu rufe ich mal die Hilfe auf. Ich drücke mal F1. Und zwar sind die hier so ein bisschen, sind die hier angeordnet wie im Prinzip bei einer echten Orgel. So, und zwar haben wir hier einmal so einen Sub-Bass. Dann der nächste ist eine Quinte von diesem Grundton hier. Und hier drüben steht die Beschreibung, hier auf der linken Seite steht die Beschreibung. Da sind immer so Zahlen hinten dran. Und diese Zahlen sind diffus, also die Tonhöhe der Orgelpfeifen von dem Original. Das heißt, das sind 16 Fuß, das sind 2/3 Fuß, 8 Fuß, 4 Fuß und so weiter sind hier durch. Und dann geht das hier mit den einzelnen Pfeifen hier weiter. Das heißt, wir haben hier den Fundamental, den Grundton. Dann über dem Grundton ist eine Oktave, das ist dann der hier. Dann ist es eine Quinte über der Oktave. Dann der nächste Zugriegel sind 2 Oktaven. Dann kommt 2 Oktaven und eine große Terz. 2 Oktaven und eine Quinte und 3 Oktaven der letzte Ton. So. Und wenn man das jetzt einfach mal hier so durchgeht, ich schalte jetzt mal alles hier runter, soweit das geht, soweit ich die auch tatsächlich runterschalten kann, weil sie mir nicht ständig wieder zurückspringen, dann ist das hier, das ist der Grundton. Und ich habe hier das Spektrum nebendran gemacht, um einfach mal so das Spektrum des Tons auch mal anzuzeigen. Eine Orgel, oder besser gesagt, additive Soundsynthese geht eigentlich von Sinustönen aus. Das hier ist kein Sinuston, das ist schon ein kleiner Sägezahn, würde ich mal sagen. Aber an dem Orgel-Device kann man hier oben in der Mitte des Devices umschalten. Und zwar steht das standardmäßig auf Rich und wenn ich auf Pure umschalte, habe ich fast ein Sinuston. Also ich habe hier einen Sinuston mit so ein bisschen Obertönen dabei. Und dann gibt es noch den Fullton und das ist dann richtiger Sägezahn hier. Das heißt, ich habe so die Abstufung zwischen fast einen Sinuston, ein bisschen Sägezahn, also hier steht Triangle-like Tone Wheel, und Full Rectified Tone Wheel, das bedeutet nichts anderes, als dass die Sinuswelle immer nur die positiven Werte spielt. Wenn ich jetzt hier einen Oszilloskop rein tue und das Spektrum mal klein mache und den mal so ein bisschen schneller und ich habe hier jetzt auf Full jetzt mal den hier. Und gehe mal von Full auf Pure. So, nehmen wir mal das hier. Und ich schalte jetzt hier mal den Ton so ein bisschen runter. Mach den hier mal ein bisschen lauter, damit hier diese Welle größer wird, dann sieht man das besser. So, das heißt,
Kriege ich den noch ein bisschen schöner hin? Ah, ich glaube, so lassen wir das vielleicht mal. Genau. So, das heißt, ich habe hier die fast die Sinuswelle, dann habe ich den etwas richeren Ton, richeren, und dann habe ich hier voll. Und hier sieht man schön, wie die Sinuswelle einfach umgeklappt wird. Das heißt, die geht nicht mehr wie bei Pure einmal so komplett durch, sondern die negative Seite wird einfach nach oben geklappt und dann habe ich solche, wie solche Bögen am Start. Und vom Sound her, jetzt muss ich hier alles wieder, damit das jetzt nicht gleich in den Ohren wehtut. Und von den Tönen hier höre ich dann hier. Bisschen lauter darf sein. Höre ich dann, wie sich das anhört. Das heißt, hier habe ich jetzt den Subbass, hier habe ich jetzt den Grundton mit Subbass und kann jetzt diese einzelnen Register hinzufügen. Und je nachdem, was ich hier hinzufüge, kann ich den Sound dann eben etwas voller oder etwas dünner machen. Und je nach Mode, das ich hier auswähle, kann ich das nochmal fulminanter klingen lassen. So, das sind erstmal diese Zugriegel und was sie bedeuten und welche Bedeutung sie bei einer echten Orgel tatsächlich auch haben. Also diese, was ich in der Hilfe gezeigt habe. Diese Fußangaben hier, das sind wirklich nach echten Orgelpfeifen die Größenordnungen, die hier angegeben worden sind. Und hier oben steht nochmal bei Model, welche Töne da genau generiert werden pro Zug oder pro Pfeife im Endeffekt. So, darunter gibt es wie auch in den anderen Bitwig Devices ein Pitch, das heißt, ich kann hier den Ton noch mal schön verändern. Dann gibt es hier einen Glide. Das heißt, wenn ich hier spiele, gleitet der Ton immer vom einen zum nächsten Ton hin. Und wenn ich den Legato-Knopf hier unten klicke, dann ist das Glide nur aktiv, wenn ich auch zwei Töne gleichzeitig drücke. Also erst den einen und dann den anderen, aber bevor ich den ersten loslasse, schon den zweiten drücke. Mach das mal langsamer, dann hört man das wesentlich besser. Wenn ich die jetzt getrennt voneinander drücke, wieder zusammen. So, das ist dieser Legato-Knopf. Dann habe ich natürlich hier noch einen Attack, womit ich die Anschlagsgeschwindigkeit einstellen kann. Das heißt, so ganz schnell und so fadet der Ton langsam rein. Und ebenso das Release, wie schnell der Ton losgelassen wird oder wie lange nachklingt. So, jetzt habe ich aber in dem Display hier oben noch ein R und das R sagt nichts anderes, dass bei jedem neuen Tastenanschlag werden alle Noten oder alle Oszillatoren neu getriggert, sodass, wie steht auch hier in dem Pop-up, dass weniger Klicklaute passieren. So, und dann gibt es hier noch die beiden Container für die NoteFX und für die OutFX, also für die Noteneffekte und für die Audioeffekte. Das heißt, hier könnte man zum Beispiel jetzt einen Diatonic Transposer reinmachen, mit dem ich auf eine bestimmte no Tonskala spiele oder einen Noteffekt, womit ich mit einem Tastendruck mehrere Noten spiele. Bei dem AudioFX sowas wie Reverb, Delay oder Bitcrusher oder ein Amp oder was auch immer.
Der nächste Drehregler ist der Panoramaregler links rechts. Dann habe ich hier nochmal einen Gain, womit ich die Lautstärke der Orgel nochmal anheben oder senken kann. Und hier habe ich dann den Out-Knopf, also Volume-Knopf, wie viel Lautstärke aus diesem Device rausgeht. So, das Orgel macht einen relativ unscheinbaren Eindruck, hat aber einen sehr schönen, sehr sauberen Sound. Und dadurch, dass man auch diese ganzen Zugriegel hier modulieren kann, kann man da schöne Sachen mitmachen. Alleine nur schon mal, wenn man einen Hall dazu packt, hört sich das schon mal ganz klasse an. Und das macht einfach nur einen Hall. Und wenn ich hier Full auswähle, wenn ich jetzt hier zum Beispiel einfach nur Pure auswähle, lassen wir es mal ein bisschen heller klingen. Ein bisschen zu viel vielleicht. Also klingt es schon nicht mehr so dumpf, wenn ich hier. So kann ich das dumpfer klingen lassen. Und wenn ich jetzt einfach ein paar höhere Töne mit reinnehme. Zum Beispiel. Und dann habe ich hier einfach mal so wild Modulatoren reingepackt und noch ein paar Audio-Effekts hinten dran, einen Comb-Filter, einen Delay 2 und einen Reverb. Und das Spektrum hinten, das macht nichts. Das zeigt nur an, wenn ich es anzeigen lasse. Und wenn ich das Ding jetzt spiele, hört sich das zum Beispiel so an. Also kann man super mega abgefahrene, spacige Geschichten machen und wie ich vorhin schon gesagt habe, unbedingt die Presets ausprobieren. Da sind ein paar echt schöne Sachen dabei. Mal gucken, ob ich jetzt das Richtige erwische. Genau nicht. Der hier vielleicht. Zum Beispiel. Und wie gesagt, durch die Modulatoren, durch die Node FX und die FX, das Ding kann richtig eine Menge und im Internet gibt es eine ganze Menge tolle Soundbeispiele, genau mit dieser Organ, was man mit der alles zaubern kann. Die kann richtig, richtig viel. Und das ist oft so, die unscheinbarsten Dinge haben dann doch sehr viel Potenzial am Start. So, das war schon über die Orgen. Mehr will ich auch gar nicht sagen, weil alles andere wäre jetzt wieder Sounddesign, wenn man da rumtüfteln würde und jetzt Modulatoren da dran basteln würde. Vielleicht noch eine kleine Geschichte. Diese Punkte hier oben, die sind nicht unbedingt überall drin. Die haben jetzt was mit meinem Controller zu tun, weil der hier einfach nur anzeigt, dass ich hier mit dem Schieberegler hier diese Schieberegler, diese Zugriegel regeln kann. Das hat hier mit diesen Remote Controls zu tun. Das nur als kleine Info, falls ihr dann plötzlich die bunten Leuchten hier oben sucht. Okay, das war es jetzt aber wirklich. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr sucht so ein bisschen nach Sounddesign für die Orgel. Es lohnt sich, da gibt es echt abgefahrene Sachen. Und ich hoffe, ja, ihr lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderbare Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.